Sieht doch scheiße aus, wenn so eine komische Kacke. Ich mache das jetzt einfach hier zu. So. Hast jetzt davon. Kackmeer. Und. Fuck. Ach Mann, das hat so gut funktioniert. Der erste Streifen war so ordentlich. Ah, weißt du was, wir könnten das aber eigentlich, ich bin ja irgendwie auch ein bisschen doof, ein bisschen mehr kopieren. Ja, auf die Idee bin ich vorher natürlich nicht gekommen, ne? Aber das ist ja wieder ein Klassiker. Och nö. Och nö, da hab ich auch nicht. Ich hatte das ja als ich bedacht, ne? Ich bin ja in der Himmel. Aber gar kein Problem. Dafür haben wir... Naja. Da fahren wir die Landabschüttung dabei, ne? Gar kein Ding. Oh Gott, nee, was mache ich hier? Passt schon. Ein bisschen komisch, aber ein bisschen Schwund muss ja auch drin sein, ne? Das ist schon okay. Dann kann man das Ganze jetzt hier auch ein bisschen angeraden, sag ich mal. So, dann ist das Ganze nämlich auch ein bisschen ordentlicher. Geil, danke. So. 1, 2, 3, 4. Zack. Und dann könnten wir das jetzt hier verbinden. 1, 2, 3, 4. Da lang. Wie weit müssen wir dafür? Ah, das ist okay. Das können wir machen. Zack, zack, zack. So. Profi. Dann haben wir da die Verbindung. Das können wir natürlich hier auch nochmal eben ganz kurz machen, damit wir es auch komplett ordentlich durchgezogen haben. Oh, geil. Mm. So. Brauchen nur noch Strom. Das ist jetzt richtig eklig, weil das Ganze jetzt hier mal so komisch verbunden ist, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber rein von der Schiene her wäre das jetzt ein relativ ordentlicher Weg. Bin ich da zufrieden mit. Sie müssen wir jetzt eigentlich hier mit dazwischen setzen, wenn ich ehrlich bin. Der wäre dann da drauf, theoretisch. Das ist aber okay, ne? Finde ich. Ja, kann man ruhig machen. Das ist okay. Wie sieht denn das eigentlich bei den Dingern hier aus? Da steht ja auch da drauf, also von daher passt das schon. Ja, das ist gut, das ist gut. Das heißt... Von da geht es jetzt nach da. Und dann bis dahin weiter. So zum Beispiel. Und das müssen wir jetzt rein theoretisch die ganze Zeit durchziehen. Ich kann aber nicht gedrückt halten, weil ja die Strommasten hier im Weg sind. Deswegen müssten wir es jetzt eigentlich abspeichern, Strommasten abreißen, neu hinsetzen, damit das immer schön ordentlich funktioniert. So, das heißt erstmal ganz kurz abreißen, auch wenn es jetzt natürlich für rechts gefährlich ist, weil kein Strom da ist, ich weiß. Aber wir tun, was getan werden muss, ne? Zack. Zack. Ah, wir sind ja schon fast fertig mit der Ecke. Alles easy.
So. Und dann durch. Na, nee, da nicht. Das war Fehler. Das war Fehler, Mann. Ich wusste, dass irgendwas schief geht. Wieso sind wir jetzt so komisch nach oben gekommen? Bestimmt wie dem Spider-Tron, weil er sich irgendwie gedacht hat, so, ach, ich gehe jetzt so schön nach oben. So, und hier haben wir es jetzt schon kaputt. Aber warum hat das jetzt funktioniert da oben? Ganz komisch. Ja, da geht's mich schon los. Siehst du, einmal ganz kurz den Strom weggenommen, zack, greifen sie direkt die Türme an und direkt Explosionen über Explosionen. Aber ist kein Problem, wir haben die erste Ecke schon mal geschafft. Ja, aber sieht schon direkt wieder ordentlich aus hier. Es ist so geil, ne? Egal was du machst, es wird immer ordentlicher und besser. Genau so übrigens, es ist witzig, weil Factorio wird oft verglichen mit einer CPU und so. Weil wenn du eine Fabrik von oben anguckst, sieht das oft aus wie so eine CPU. Weil du ja halt einfach wirklich, genauso funktioniert es ja im Endeffekt, also grob runtergebrochen auch. Und egal wie oft du daran arbeitest an den kleinen Dingern so, ne, es wird halt immer wieder schöner und ordentlicher, bin ich ehrlich, es ist immer nice. So, wir müssen ganz kurz hier nach oben hingehen. Um das da ein bisschen ordentlicher zu machen. So grob, ne? Da muss es ja nicht zu 100% genau sein, aber so passt ja schon. Ne? Das ist okay. Manchmal muss man ja auch ein bisschen Kompromiss eingehen. So, sehr fein, sehr fein, sehr fein. Jetzt müssen wir natürlich den ganzen Kram bis hier hinten weiterbauen. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal ganz kurz ab hier Strom abziehen und dann bis zum Ende hin durchziehen. Das wird natürlich jetzt ein bisschen eklig, weil die Verteidigung darunter leiden könnte. Deswegen müssen wir kurz speichern. Nur für den Fall, dass wir auf die Fresse kriegen, ne? Man kennt's ja. Zack, zack, zack. Wir müssen uns jetzt kurz noch beeilen. Ah, ist kein Problem. Das schaffen wir schon. Ich bin da guter Dinge. Der Angriff kam ja gerade erst, also wird schon nicht schief gehen. Und wenn doch, dann sterben wir halt. Naja. Wäre zwar ärgerlich, aber fangen wir einfach neu an. Wir sind ja noch nicht so weit, ne? Was macht er denn jetzt? Mal oben, mal unten, oder was? Was ist das jetzt für ein Wunschkonzert hier? Boah, Leute. Ja, so wird das aber nichts hier bei der Geschwindigkeit, Mann. Oh, Mann. Naja, dann machen wir es halt so. Das ist mir aber irgendwie zu doof. Hä? Also manchmal ist es mit Spider-Tron echt scheiße zu bauen, auf lange Entfernung. Bin ich ja ehrlich. Er verzieht halt immer, das ist ein bisschen scheiße. Ja, wenn man bauen sollte, sollte man eigentlich normal laufen, weil dann hast du nämlich diesen Verzug nach oben und unten nicht die ganze Zeit. Aber jetzt hier nochmal fünfmal hin und her laufen, habe ich keine Lust. Also setzen wir die jetzt einzeln. So weit ist es ja nicht. So. Wobei, war der richtig? Ja, der war richtig. Ich glaube, die sind zu nah dran, die Dinger. Das sehen wir dann später, wenn wir den Boden aufbauen. Das ist jetzt hier nicht ganz so relevant. Beziehungsweise, wie machen wir es hier ganz kurz mit dem Strom? Müssten wir eigentlich hier mit oben ansetzen. Da an der Ecke. Dann da. Und einen in der Mitte. Ja, das ist gut. Ja, das sieht doch schon mal schon schön fein aus. Die ganzen übrigen Masten sammeln wir ganz kurz eben ein.
Gott, Entschuldigung. Heieiei. So. Die erste Ecke ist schon mal sehr ordentlich. Wir haben jetzt eine Hauptanbindung, wir haben da eine Anbindung, dann geht's hier runter. Superschön. Das wird jetzt die hässlichste Verbindung, bin ich ehrlich. Die wird mich jetzt richtig, richtig schwierig. Weswegen ich mir überlegen bin, ob wir von hier aus einfach wieder zurück in die Hauptlinie gehen und es nicht im Wasser entlang führen, sondern einfach hier zur Verbindung, also quasi einfach da ein neues Verbindungsstück aufsetzen. Das wäre, glaube ich, klüger, als jetzt da gesamt hier dran vorbeizubauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen würde ich jetzt am liebsten hier da eine Kreuzung hinsetzen, statt einer T-Mündung und die dann nach unten komplett durchziehen. Das ist zumindest jetzt das, was meiner Meinung nach am klügsten ist, weil sonst sieht das Ganze hier super hässlich aus und super kompliziert. Aber wenn wir schon mal hier sind, müssen wir ganz kurz in die Verteidigung unten neu aufbauen, zumindest Mauern und Lasertürme, damit da ja nichts irgendwie schief geht. Und außerdem können wir ganz kurz die Station und Greifarme und so setzen. Wenn wir schon mal hier sind, dann lohnt sich das wenigstens. Siehst du, da fliegen sie mich schon alle. Aber wenn wir es hier eh schon dabei haben, ne, dann können wir es auch nutzen. So. Okay, Greifarme sind leer. Das ist natürlich schade, aber nicht mein Problem. Das müssen wir halt irgendwann später machen. Wie gesagt, die Sachen selber hier, wir werden ja nicht fünfmal langlaufen, um alles aufzubauen. Wir setzen nur die Station hier hin mit den ganzen hier Kombinatoren, den Kisten und den Greifarm kurz. Dann lassen wir das Ganze quasi selber mit Robotern aufbauen. Dann müssen wir nämlich die ganzen Türme und alles nicht selber hinsetzen. Ups, jetzt habe ich hier die Station übersprungen. Das wollte ich gar nicht, sorry. Sehr gut. Huch, was baut der? Achso, der repariert. Ja, ja, das kannst du machen. Sehr schön. Wir sind fast am Ende. Sehr gut. Ich bin am Ende, Mann. Oh. Die ist eh hässlich. So, ganze Lampen sind hier an, wunderschön. Hier aber ganz kurz die ganze Gegend reparieren, wenn wir schon mal hier sind. Sehr fein. So, Türme neu aufgesetzt, Mauern platziert, alles wieder ordentlich und Teile. Fantastisch. So, jetzt ist natürlich die Frage. Eigentlich müssten wir mit Wasseraufschüttung das Ding hier bis zu dieser Ecke komplett wieder dicht machen. Und diese kleine Ecke hier abreißen. Bin ich ehrlich, das werden wir wahrscheinlich auch machen. Dass wir das hier quasi so richtig schön ordentlich abgebunden haben, so gesehen. Ach, das wird schon alles super. Und dann müssten wir hier nochmal irgendwie mit Landaufschüttung das ganze Ding wieder rausholen. Das heißt also, wir müssen nochmal ein bisschen gegenarbeiten dann. Aber das Ding kann weg und da muss jetzt quasi das dahin. Das heißt, wir müssen jetzt mal eben ganz kurz gucken, wie wir das Ganze am besten umsetzen. Aber so sieht es schon mal ganz gut aus eigentlich, dass wir da die ganze Ecke einfach nur umbauen, weißt du? So. Und dann kann es in die Ecke wegrollen. Sehr schön. Das Ganze machen wir natürlich hier auch noch eben ein kleines bisschen nach oben so. Passt. Dann kann das natürlich hier weg. Das lassen wir jetzt natürlich erstmal noch stehen, aber später kommt dann durch das Fließband dahin. Nee, das ist ja hier eh Ende, das Fließband, ne? Ne, das Fließband ist ja hier eh zu Ende. Das ist da ja eh komplett weg. So, das brauchen wir nicht mehr. Schön. Ja, cool. Dann müssen wir ganz kurz gucken, weil, den müssen wir durchziehen bis hier hinten hin. Neues Dead End aufbauen und dann mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ansonsten können wir jetzt hier eben ganz kurz ein Dead End benutzen. Können wir nicht, weil ich muss das erstmal natürlich anbinden. Ist ja logisch. Außerdem können wir ganz kurz die Kreuzung hinsetzen. Ja. Das sieht viel ordentlicher als jetzt aus, Mann. Das ist fantastisch, wie gut das läuft. Oh Gott!
Das war ein bisschen zu nah dran. Bin ich ja ehrlich. Also ich würde mich jetzt nicht gerade selber umbringen. Das war jetzt ein Versehen. Habe ich einen Roboter verloren? Bestimmt, oder? Nee, Gott sei Dank. Ja, wäre auch komisch, wenn. Lol. Ich war... Also wirklich jetzt? Ich war doch gerade... Ach, komm. Also ich war vor 10 Sekunden da. Und dann greifen sie an. Ihr Schweine. Wo weit... Wie weit noch? Oh, noch ein Stück. Noch ein ganz schönes weites Stück sogar. Naja, kriegen wir hin. Kurz ein paar Fische snacken, ne? Typisches Mittagessen halt. 20 Fische in die Kehle rein schmeißen. Passt schon. So, und jetzt müssen wir hingehen und eine Kreuzung stattdessen hier hinsetzen. Ich weiß es gerade nicht, ob ich da jetzt ein bisschen verkackt habe, aber ich meine, die Kreuzung wäre größer. Kann das sein? Oder habe ich die glücklicherweise gleich groß gebaut? Ich bin einfach ein König, Mann. Ich bin einfach ein richtiger Profi. Mein Problem ist nur, die ist zu groß. Naja. Nee, ich hab verkackt. Egal. Was soll's. Ja, ich muss die trotzdem hier ordentlich hinbauen, weil sonst müssen wir den ganzen Weg nach oben neu bauen. Dann lieber hier die zwei Ecken da abbauen. Das ist ja nicht so schlimm. Ich speichere nochmal ganz kurz, weil hier müssen wir jetzt aufpassen, wieder wegen Strom. Ist immer das Gleiche. Du musst halt ein bisschen vorsichtig sein, ne? Weil dem, was du machst hier, ist ja immer kritisch. So, alles ganz kurz abbauen. Und dann gleich schnell neu dahinsetzen. Also Jungs, Gas geben. Wir haben jetzt hier echt Zeitdruck. Genug Platz müssten wir auch haben dafür. Passt. So, Jungs, arbeiten. Und keine Zeit jetzt hier zu trödeln. Hier muss geschuftet werden. Jungs, macht mal was hier. Komm, abbauen da die Scheiße. Nicht doof rumgucken. Machen. Oh Gott. Wie sollen wir mit solchen Profis denn hier arbeiten, du? So, habt ihr jetzt geschafft? Nice, gut. Dann müssen wir jetzt mich hier in eine Kreuzung hinsetzen. Und jetzt kommt das Schwerste, weil so weit können wir nicht gucken. So muss die platziert werden. Perfekt. Tschüss, Stimme. War nett mit dir. Hau rein. Huch, da ist ein Signal ganz komisch gesetzt. Muss das so? Bestimmt, oder? Ich meine, ja. Wirklich. Danke. Komm rein, beeil dich. Ich habe nicht so viel Zeit, Mann. Oh Gott, die trödeln immer so. Baut, Jungs, schneller. Zack, 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 zack. Ausschwärmen, bauen, platzieren, konstruieren. So, da muss ein Dingens hin, da muss ein Dingens hin, da muss ein Dingens hin. Auf geht's jetzt hier. Zack. Okay, da müssen wir eh ein Ding zwischensetzen dann. Okay. Das ist gut. Das machen wir hier auch. Sehr schön. Ja, das kann ich nicht machen. Ist egal, müssen wir so platzieren. Wirklich, es geht nicht. Ah, fuck. Ja, wir können mal einen genau in die Mitte setzen. Optimal. Aber es passt auch wirklich fast genau so, ne? Sehr schön.